Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein Thema ausgewählt, nämlich, dass Führungskräfte die Mitarbeiter krank machen. Ist natürlich ein sehr provokativer Titel, aber in vielen Dingen ist es eben auch so. Und das wollen wir heute ein bisschen genauer analysieren. Und der Dr. Med. Kurt Mosetter hat mir einen Gast mitgebracht. Er selbst ist heute auch wieder da und dieser Gast hat ganz viel zu sagen. Und ich stelle sie Ihnen gleich nach dem Intro vor. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meine zwei Gäste zeigen. Einerseits, ja, ist er, der Dr. Med. Kurt Mosetter, jetzt habe ich es, Entschuldigung. Lieber Kurt, willkommen. Sorry. Und nebendran die Frau Ulrike Hartmann, ganz herzlich willkommen. Du bist eigentlich so, man sagt so, Speakerin, Coach, Trainerin, aber eigentlich kommst du aus der Luft- und Raumfahrt, alles hieb- und stichfest, solide und hast dich mit dem Thema beschäftigt. Ja, und jetzt steigen wir gleich ein in dieses provokativen Titel. Wieso machen die Führungskräfte Mitarbeiter krank? Ja, ich durfte es auch natürlich an meiner eigenen Geschichte erleben. Ich dachte so, ich war motiviert damals, als ich eben entsprechende Teams geleitet habe in trinationalen Projekten. Und da dachte ich dann schon, Mensch, da habe ich mich also auf die Reise gemacht und dachte, da ist doch noch mehr, was die Kommunikation angeht. Also Kommunikation war für mich wichtig und habe mich so mit den Menschen beschäftigt und habe mich auf die Reise gemacht. Mhm. Und zu einem späteren Zeitpunkt hätte ich eben eine Abteilung aufbauen sollen. Es gab eine Umorganisation und da habe ich dann zwei Chefs bekommen, zwei neue Chefs. Und da hatte ich dann zum ersten Mal, so über ein Jahr, habe ich dann 10 Kilo verloren, denn ja, habe so ein Stück weit das Mobbing erlebt, habe auch davor schon einen Burnout erlebt. Insofern habe ich da gespürt, da ist irgendwas und habe mich selbst dann coachen lassen. Und da hat meine Reise begonnen. Das war so 2004, 2003. Da gehen wir auch gleich ins Thema rein, aber genau. Vielleicht noch schnell den Kurt bitte, um dich einzubeziehen. Wie hast du sie kennengelernt? Wie ist deine Beziehung zu Ulrike? Ich würde sagen, wir haben mehr voneinander gelernt. Und zwar, ich bin überzeugt, dass es eigentlich in der Medizin ein Coaching braucht, ähnlich wie für Führungskräfte, dass denen bewusster ist, wie sie mit anderen umgehen und wie sie mit sich selber umgehen. Und das braucht es in der Medizin eigentlich auch, und zwar für alle, die dort aktiv sind. Nummer eins, die Achtsamkeit und zum anderen ein Miteinander. Und ein Miteinander heißt eben nicht, dass ein Arzt entscheidet, was jetzt sein Patient tut und das für ihn entscheidet und ihn gesund macht, sondern dass man ein Team bildet. Und so haben wir auf mehrere Ebenen ein Team gebildet und in dem Team guckt man, dass man das so maßgeschneidert wie möglich Lösungen findet. Eigenverantwortlich, und dann sehe ich mich auch eher als Coach, als Heiler. Mhm. Denn wir möchten die Menschen mit Achtsamkeit zur Selbstwirksamkeit, zur Eigeninitiative bringen. Und das, was wir versuchen in der Medizin, ist eigentlich sehr, sehr nah verwandt, was die Frau Hartmann dort macht. Und so sind dann eigentlich für Behandlungen Teams entstanden. Und so sind eben Dinge, die man, wenn man sie mehr reflektiert, die man an Patienten weitergeben kann, aber die man für sich selber eben auch nützt. Dass man mehr darüber nachdenkt, was man eigentlich tut, mit was für Konsequenzen für einen selber und für die anderen. Das heißt also, gewisse Patienten, die bei dir sind, könnten durchaus von dir weitergereicht werden. Das heißt, dass sie letztendlich bei Ulrike Hartmann sind und sie eigentlich begleitet. Zum Beispiel in diesem Problem. Team, ein Therapeutenteam, ein Dozententeam, dass die besser wissen, wie gehe ich mit unseren Prüflingen und mit unseren Leuten um, dass man keinen Druck macht. Und das wäre dann der andere Bereich. Je früher man anfängt, also mit Kindern und mit Jugendlichen zu arbeiten, je früher man das in die Schule integriert, umso weniger gibt es Burnout und Krankheit und Depression. Denn wenn wir nichts tun, ist der gesellschaftliche Druck, selbst für die Manager, so hoch, dass es eine Spirale von Eskalation gibt. Und da möchte man auch so früh wie möglich intervenieren. Und mein Traum ist eben auch, am besten im Kindergarten. Ja, und Prävention. In der Schule. Ja, richtig. Genau. Darum steigen wir jetzt auch gleich ins Thema ein. Keine Führungskraft möchte natürlich irgendwas machen, das letztendlich einem Mitarbeiter zu Schaden kommt. Bestimmt nicht bewusst. Und ich glaube, das ist das Problem. Es passiert unbewusst. Es passiert unbewusst.
Und es ist jetzt im Zeitalter der Digitalisierung natürlich so, dass die Welt sich rasant schneller entwickelt als jemals zuvor und die Führungskräfte noch mehr gefordert sind. Und es auch Studien haben gezeigt, dass der größte Stressfaktor für Mitarbeitenden eben die Führungskräfte sind. Weil Führungskräfte das entsprechende Führungsverhalten für die neue Welt in der digitalen Zukunft heißt eine Verhaltensänderung der Führung und der Führungsqualität. Mhm. Also das heißt Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Jetzt gibt es zwei Thesen, warum Führungskräfte vielleicht diese Wertschätzung und dieses Lob und diese Anerkennung so nicht geben können, obwohl es nichts kostet. Und eine These ist, dass die das Lob und die Anerkennung und die Wertschätzung nicht geben können, weil sie sich selbst so sehr danach sehnen. Und die zweite These ist, dass diese Wertschätzung die härteste Währung ist und sich die Menschen gar nicht damit beschäftigen. Die denken, das ist ein Soft Skill, das brauchen wir nicht. Und Wertschätzung gelingt mit einem großen Maß an Empathiefähigkeit. Das heißt also in die Schuhe des anderen steigen. Und das sind auch die Zukunftsfähigkeiten, die Führungskräfte brauchen. Also es geht nicht nur um Methoden und Tools und Prozesse, sondern es geht vor allem in der digitalen Zukunft um den Mensch. Und diese Fähigkeiten, die wir für die Zukunft brauchen, um den Herausforderungen begegnen zu können, sind Empathie und Kreativität. Und diese Empathiefähigkeit auch den Mitarbeitenden zu geben als Führungskraft, also zu gucken wirklich, wie geht's mir, wie geht's meinem Gegenüber, wie geht's meinem Team, das sind die Schlüsselfähigkeiten für die Zukunft. Und dass Empathiefähigkeit überhaupt möglich ist, dazu braucht sie Achtsamkeit und die positive Psychologie. Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Empathie ist jetzt doch irgendwo ein Wort geworden, was immer mehr abstumpft. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir haben immer weniger Empathie, Einfühlungsvermögen oder eben auch zuhören können. Mhm. Das entwickelt sich alles zurück. Ist das alles die Folge der Digitalisierung, der Schnelllebigkeit? Ja, diese Digitalisierung, die führt dazu, also Manfred Spitzer zum Beispiel, den wir auch kennen, der hat das Buch geschrieben, Digitale Demenz. Mhm. Also das heißt wirklich, durch diese Digitalisierung verlieren wir viele da draußen die Fähigkeit, sich zu fokussieren und verlieren die Aufmerksamkeit, überhaupt wahrzunehmen, was ist. Mhm. Das heißt, das Konsum- und das Freizeitverhalten hat sich geändert und auch bei Jugendlichen und bei Erwachsenen steigt der Umgang mit den digitalen Medien und damit auch die digitale Sucht, was zur Folge hat, dass viele da draußen gestresster sind und das führt dann zu Burnout und Depression. Toll. Im Vorfeld unserer Diskussion oben hast du noch gesagt, du hast auch für Großkonzerne schon gearbeitet, wie Adidas, für die Polizei selber auch, für die Stadt Karlsruhe. Sind das, was du dort gemacht hast, jeweils die auf der Führungsebene die Leute wieder zu sensibilisieren, zu Achtsamkeit und zu Empathie? Ja, unter anderem, also Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden. Hm. Also das sind unterschiedliche Formate. Seminare wie Stressbewältigung durch Achtsamkeit oder dieses agile Mindset für Führungskräfte zu entwickeln. Wie arbeite ich und lebe ich in der digitalen Welt und zwar mit meinem Team? Also wenn wir mal aktuelle Studien an Bord nehmen, ist immer noch heute so wie vor 10 Jahren. Gallup hat diese Ergebnisse jetzt gerade wieder veröffentlicht. 85% der Mitarbeitenden sind entweder, machen sie Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich schon gekündigt. Mhm. Warum ist es so? 85% immer noch. Also geht es darum,
doch zu sagen, was können wir tun, auch als Führungskräfte. Und es gibt 4 Säulen innerhalb der Führungsstrategien, heißt wirklich ein positives Klima, eine positive Arbeitskultur zu schaffen. Positive Kommunikation, nicht im Sinne von piep, piep, wir haben uns alle lieb, sondern es geht wirklich darum, wertschätzend, sind wir wieder bei der Wertschätzung, zu kommunizieren und diese Empathiefähigkeit zu leben, also in die Schuhe meines Gegenüber zu steigen und wahrzunehmen, wie geht's meinem Gegenüber. Und das ist so der Fokus in diesen Seminaren, nämlich genau hinzuschauen, was können wir tun, dass wir eine positive Teamkultur schaffen, dass Arbeit Spaß macht, sodass die Mitarbeitenden Spaß haben, die Motivation geht hoch, sie sind länger leistungsfähig und Mitarbeiter bleiben gesund. Denn auch da sind die Zahlen exponentiell gestiegen, was Depression und Burnout angeht. Depression steht noch an erster Stelle, noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen und anderen Erkrankungen. Das schöne Beispiel, in die Schuhe des anderen mal einzutreten, sich gedanklich, das finde ich ja so einfach eigentlich. Wenn man sich einfach mal sagt, so, was macht jetzt die Person an dem Arbeitsplatz und ich gehe mal rein in dieses Thema, dann wäre es ja so einfach festzustellen, ob die jetzt glücklich sein kann in der Aufgabe oder nicht. Und das versuchst du zu sensibilisieren, einfach in Übungen. Genau, in Übungen, also wirklich zu sagen, es gibt eine Übung zum Beispiel Mindful Listening, also achtsames Zuhören. Und da geht es darum, dass Person A ein schönes Erlebnis erzählt und Person B, also man geht paarweise zusammen, hört einfach nur mal hin, wirklich aktiv. Und die dürfen nichts sagen, Person B darf nichts sagen, nur hören, sie dürfen nicken und sie dürfen lächeln. Und dann wird gewechselt und danach findet ein Austausch statt. Und in den Seminaren mache ich die eine oder andere Übung etwas extremer, sodass wir es wirklich spüren. Denn nur wenn wir es hier spüren, in unserem Bauch, dann nehmen wir auch wahr, aha, wie geht's denn dann meinem Gegenüber? Und dann verstehen die Menschen auch, was bedeutet es denn wirklich mal hinzuhören? Was bedeutet es, in die Schuhe des anderen zu steigen? Und natürlich auch Übungen, wie sich wirklich des Atems gewahr werden. Es dauert nicht lange, ein paar Sekunden oder mal eine Minute im Laufe des Tages. Da könnten wir sicherlich auch noch einreden über dieses Thema. Aber nochmals, ich meine, ein Führungskraft, der hat sie eigentlich nicht gelernt. Er ist es plötzlich. Aufgrund von seiner Leistung ist er plötzlich eine verantwortungsvolle Person in einer Abteilung für die Mitarbeiter verantwortlich. Aber hier müsste doch irgendwo jemand sagen, du kriegst jetzt diese Aufgabe, aber wir bringen dir das bei, wie du am besten mit deinen Mitarbeitern umgehst. Aber das fehlt doch völlig. Das ist richtig. Es fehlt leider in zu vielen Unternehmen. Deswegen sind die Zahlen auch so, wie sie sind. Dass der Fokus eben immer noch auf die digitale Transformation gelegt wird, aber eben nicht auf diese Transformation, was das soziale Betriebssystem angeht. Die Betriebskultur, also der betriebliche Klimawandel. Und genau das ist so mein Ziel und meine Vision. Was wäre, wenn eben Achtsamkeit und dieses achtsame Führung, positive Führung in Unternehmen Einzug halten würde? Denn viele glauben, das sind ja nur Soft Skills, das brauchen wir nicht, Wertschätzung. So, das ist ja nicht cool. Doch hinter der Maske der Coolness, cool, verbergen sich sensible Wesen. Denn wonach suchen die Menschen? Nach Wertschätzung, Anerkennung und Lob. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, diese 3 Punkte. Ja. Aber ich sehe das ja auch in der Medizin, wenn ich jetzt das Wort Empathie anschaue. Ich glaube, du heilst zu 2/3 deine Patienten auch nur durch deine Fröhlichkeit und Empathie und Kommunikation. Ich meine, das ist ja so ein wertvoller Schlüssel. Also ich würde mal sagen, jeder Mensch sollte dieses kostenlose Tool im anderen mitgeben. Es gibt ja dann einen Placebo-Effekt und es gibt einen Nocebo-Effekt, das wäre der Schmerz. Aber man kann ein positives Gefühl stärken. Und was wir jetzt erleben,
was die Ulrike sagt, wir sehen ja an beide Enden die Menschen, die leiden und krank wären. Das heißt, viele Mitarbeiter, die krank wären, Rückenschmerzen, Depression wird zur Krankheit Nummer eins, viel mehr Depressive als Burnout. Aber ich erlebe das bei denen im Team, aber auch bei den Führungskräften. Deshalb macht so ein Verhalten im unschönen Umgang mit anderen, macht die auch krank. Und das gibt dann eben auch Sucht, Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und vor 25 Jahren gab es eine Klinik, die Oberberg-Klinikgruppe, die hat sich um Manager, Führungskräfte und Schiffärzte gekümmert. Und dann haben die 2 und 3 und 10 und 15 Kliniken und die sind immer voll. Weg immer mehr Leute kränker wären, weg die Soft Skills als Soft Skills geschult wären, aber das sind die wirklichen, das ist das, was den Mensch ausmacht. Und in den Kliniken geht es eben auch um Achtsamkeit. Jetzt manchmal schreibt dann ein alter Chefarzt auf, 3-mal Achtsamkeit bitte. Der hat es noch nicht so ganz verstanden. Und deshalb gibt es auch moderne Klinikgruppen wie Libermenta, Depression, Psychiatrie und Sucht, wo man über eine andere Umgangskultur, über ein anderes Wissen mit Ernährung, mit Coaching, mit Zuhören, mit Achtsamkeit lernt, so eine Krise zu überwinden. Aber idealtypischerweise sollte man so früh wie möglich anfangen. Und wenn einem das bewusst ist, dann kann ich die Weiche in die richtige Richtung stellen und das Risiko von Erkrankungen vermeiden. Bei uns ist dann so, wenn jemand mal so weit in Schieflage ist, braucht man schon noch ein spezifisches Vorgehen. Aber der Blick ist nicht auf die Krankheit gerichtet, nicht die Pathologie, der Schmerz, sondern die Ressource, die Möglichkeiten, die Option, die Selbstwirksamkeit. Und wenn der Blick darauf gerichtet ist, mit einer guten Achtsamkeit, mit Mindfulness, mit Wertschätzung, dann findet plötzlich eine Nahrung für die Seele statt. Und dann kann sich jemand wieder aufrichten. Dann kommt er aus so einer Spirale wieder raus. Deshalb sind es keine Softfacts. Leider wird Empathie dann angekreuzt aus dem Physikum. Was ist Empathie? Aber dann ist vorbei. Die Zeit wird kürzer. Andere Dinge wären wichtiger. Die Flut an Informationen ist so groß, dass eigentlich sozusagen das Wesentliche in uns zu kurz kommt. Und meine Hirnforschungsmentorin, die Gertraud Teuchert-Noth, aber die Mitautorin auch von unserem Buch mit Das überforderte Kind, das ist spannenderweise eine Schülerin von Manfred Spitzer, die bemühe sich wirklich zu sagen, Digitalisierung ist gut, aber wir müssen entscheiden, wie wir sie nutzen. Nicht zu Kosten von unserem Innenleben, sondern dass wir sie gezielt an der richtigen Stelle verwenden und dass sie uns nicht sozusagen wegrationalisiert und uns ausschwemmt. Aber es scheint mir gerade im Moment massiv umgekehrt abzulaufen, denn die digitale Welt beherrscht uns ja völlig. Und ich glaube auch viele, viele Kinder kommen durch einen Druck von außen so schnell zu einem Handy, zur digitalen Welt hinein. Und da gibt's keine Kontrollmechanismen, gar nichts mehr. Nur nach dem Freipass, Hauptsache, lass mich in Ruhe, oder? Klassiker ist immer, wenn ich da zwei Eltern sehe beim Nachtessen mit einem kleinen Baby und das hat einen digitalen Bildschirm vor sich und da Fernsehen schaut. Das sind Klassiker, oder? Ja. Ich meine, schön für die Eltern, ich verstehe es, aber das ist ja eine unfassbare Sucht, die da entsteht. Ja, vor allem Kinder lernen durch Imitation, das ist ja bekannt. Und wenn man mal so über den Tellerrand schaut, also selbst die Kinder von Steve Jobs oder die im Silicon Valley, deren Kinder gehen auf Waldorfschulen und die bekommen vor ihrem 10. Lebensjahr keine digitalen Endgeräte. Warum? Weil da genau diese Soft Skills ausgeprägt werden, also diese Empathiefähigkeit in die Schuhe des anderen steigen. Und viele glauben dann, auch in Deutschland, ja, wenn meine Kinder das jetzt nicht bekommen, dann verpassen die was. Und da hat mich spannenderweise eine Teilnehmerin im letzten Seminar unterstützt und hat gesagt, ihre Kinder sind auch auf Waldorfschulen gegangen. Und dann kam der Familienvater von 4 Kindern, der auch im Seminar saß und hat gesagt, ja, und deine Kinder haben da nichts verpasst. Inzwischen sind deren Söhne 30 und Ende 20, sagt sie, nein, die haben alles aufgeholt. Die haben diese Fähigkeit. Und dann hat der Vater kombiniert und hat gesagt, Frau Hartmann, das heißt, ich dürfte jetzt während des Frühstücks, wenn meine Kinder am Tisch sitzen, auch keine Zeitung lesen, sage ich ganz genau. Denn es geht darum, Vorbild, dass Kinder, ja, dass sie auch die Aufmerksamkeit bekommen. Kinder oder wir Menschen brauchen Feedback. Warum lächeln wir, wenn ein Baby lächelt? Warum lächelt ein Baby, wenn wir lächeln? Warum gähnen wir, wenn andere gähnen? Spiegelneuronen.
Und darum geht's. Das heißt, wenn wir das vorleben als Eltern, kein Wisch am Tisch zum Beispiel, oder entsprechend die Kinder mit an Bord nehmen, und es geht um Aufklärung und ihnen beizubringen, anders mit diesen digitalen Medien umzugehen. Wann ist es sinnvoll? Nur geht es auch darum, dass die Eltern erstmal für sich wahrnehmen. Wie gehe denn ich mit den digitalen Medien um? Habe ich jetzt eine Beziehung mit meinem Smartphone? Streichle ich mich? Berühre ich mein Smartphone öfter als meinen Partner, um es mal provokativ auszudrücken? Es ist die Rede teilweise gut. Hey? Ja. Gott, jeder Satz, den ich jetzt gehört habe, könnte ich eine Sendung darüber machen. Das waren jetzt echt schöne Sachen. Ja, es ist Tatsache. Und die Kinder machen es wieder nach. Genau. Ja, aber schon sehr bedenklich. Also, wenn ich jetzt in meinem Kreis herumschaue, in der Verwandtschaft, die man sich ja auch nicht immer aussuchen kann, da gibt es ganz viele, die können in einer Stunde 58 Minuten reden. Da kommst du nicht in einen Dialog. Es geht einfach nur Mitteilen. Also ich spüre da nur noch Einsamkeiten hieraus. Hier ist die Empathie verloren gegangen. Und mit so Menschen ist es auch extrem schwierig zu diskutieren oder zu reden, wenn du eigentlich nur immer zuhören musst. Und in der Medizin ist das Problem, Zuhörer ist der erste Schritt in der Medizin. Zuhörer und die Geschichte erfassen, Anteilnehmer, da findet Mitgefühl statt und das Gegenüber spürt das sofort, dass es Raum und Platz hat und nicht gleich losschießen und handeln oder nicht gleich vorher wissen, was da los ist, sondern und dann kann man was ableiten, was dem Mensch wirklich hilft und nicht im Schnellschuss die oberflächliche Diagnose und dann eine Leitlinie, was tue ich wann. Und das ist eben auch kein Soft-Fact. Das ist ein ganz wesentlicher. Und erst dann, danach, machen Geräte und Apparate und Untersuchungen Sinn. Denn dann wissen wir miteinander, wo wir hingehen. Und das ist eigentlich das, was die Medizin lernen sollte. Und je früher man das lernt und drüber nachdenkt, umso früher kann man gegensteuern und die Weiche auf Gesundheit stellen, sodass man eben gar nicht erst mit der Krankheit abstürzt. Wir haben uns eigentlich eingeschossen für die Führungsebene, dass die Mitarbeiter krank machen. Jetzt landen wir aber bei den Kindern. Und eigentlich ist ja das eigentlich die wichtigste Generation, dass die eigentlich gesund nachkommen. Okay. Aber eigentlich müsstest du ja die Seminar mit den Kindern machen und gar nicht mit den Führungsebene. Beides. Also sowohl natürlich die Führungskräfte, die ja auch Mensch sind und das natürlich auch mit nach Hause nehmen, als auch deren Kinder. Brauchen diese Achtsamkeit oder die positive Psychologie. Also wirklich im Hier und Jetzt. Die meisten Menschen sind die meiste Zeit entweder in der Vergangenheit unterwegs oder die ist schon vorbei. Kann ich nicht mehr ändern. Später oder wird's in besser. Der Zukunft. Genau. Ja, genau, die ist noch gar nicht da, ist ein Konstrukt. Ich bin maximal fokussiert und leistungsfähig im Hier und Jetzt. Und die meisten Menschen, sagt Professor Ellen Langer, die am Thema Achtsamkeit seit 40 Jahren forscht, die meiste Zeit entweder mindless, gedankenlos oder achtsam unterwegs. Und nur wenn wir im Hier und Jetzt sind, sind wir fokussiert und auch aufmerksam. Das heißt auch für unsere Kinder und für die Situation zu Hause. Doch viele sind auch überfordert natürlich. Was dann, das sind wir wieder da, dazu führt, dass die Menschen krank werden und auch schon Kinder und Jugendliche und Schüler. Also auch da ist Depression, Leistungsdruck, Mobbing, Überforderung sind ganz große Themen. Und deswegen geht es wirklich darum, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass Achtsamkeit, positive Psychologie, ein wertschätzendes Miteinander, eigentlich das ist, worum es geht. Leben soll Spaß machen, Leben soll Spaß machen und ja, es fällt nicht vom Himmel. Glück ist Arbeit, also Wohlbefinden. Wir reden jetzt nicht von Happiness im Sinne von Lottogewinn, sondern es oder gute Schwammerl gefunden zu haben, sondern es geht darum, anzukommen, Wohlbefinden zu erleben, also Glück ist Arbeit, doch wohl die lohnendste Arbeit, die wir unternehmen können. Und da braucht es ganz viele neue Ansätze und Offenheit natürlich von den Unternehmen als auch von den Schulen und
Kindergärten zum Beispiel. Ich breche jetzt die Sendung gar nicht ab, weil es ist einfach noch zu spannend, hier drin zu bleiben. Du hast am Anfang gesagt, dass du ja selbst in deinem Business als Führungsebene gelitten hast. Du hast dann auch gesundheitliche Probleme gekriegt. Hat sich dann erst dann bei dir was geöffnet zu verstehen? Hey Mann, die Führungskräfte waren ja auch mitverantwortlich, dass ich mich eigentlich in eine Krankheit hineinbegeben habe. Oder war irgendwann das Bewusstsein da, dass du eigentlich selbst Verantwortung übernehmen musst für deine eigene Gesundheit und dass diese Chefs dir nicht gut tun? Ja, das durfte ich, also das war für mich so das erste, der erste Schritt, da hatte ich ja dieses Burnout, durfte ich für mich wahrnehmen und habe mich da auf die Reise gemacht. Also ich habe mich selbst coachen lassen zu dem Zeitpunkt und durfte für mich wahrnehmen, was ist mein Anteil. Ja? Es sind nicht immer die anderen schuld, sondern es geht darum zu sagen, was kann denn ich tun, was hat es denn mit mir zu tun? Und erst wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und verstanden habe, was kann ich in Zukunft vielleicht anders machen, wenn ich wieder auf so eine Situation treffen sollte, wie kann ich mit Stress anders umgehen oder eben mit Herausforderungen, die in dem Fall die Führungskräfte waren, dann kann ich weitergehen. Und da bin ich dann auch in die Selbstständigkeit. Also ich durfte natürlich dann auch merken, dass die Führungskräfte ihren Anteil hatten. Doch ich kann andere Menschen nicht ändern. Ich kann nur mich ändern. Mhm. Und so bin ich dann in die Selbstständigkeit und auf diesem Weg oder auf dieser Reise kam dann eben nochmal eine andere Krankheit, die mich besucht hat. Denn was für mich wichtig ist, wirklich zu leben, was wir lehren. Und viele da draußen leben nicht, was sie lehren. Es geht darum, das in der Tiefe wirklich zu verstehen. Was, also wirklich in diese Selbstverantwortung zu kommen, auch wenn das Leben dann nochmal anklopft und dir eine Hausaufgabe gibt, so wie bei mir jetzt. Also da kann man noch reingekrebs. Genau. Das heißt wirklich eine Diagnose, die vernichtend war. Ovarialkarzinom, ja. Mhm. Und mit einer Jahreszahl versehen, das finde ich ja nochmals brutaler. 2018, aha. Ende 2018. Und davor wusste ich schon, also ich hatte eben eine Zyste und ich wusste, ich muss jetzt was tun. Also mir wurde empfohlen, das operieren zu lassen und ich habe zunächst mal alles versucht ohne Operation. Das ist so nicht geglückt. Da gibt es natürlich dann ganz viele Ansätze. Da kannte ich dann den Dr. Moosetter natürlich und ich war auf dem Weg schon. Also das heißt, ich habe da dann schon vorgearbeitet. Das heißt, kein Zucker, bestimmte Ernährung, das kommt da jetzt ins Spiel. Also es sind ganz viele Puzzlesteine und natürlich die mentale Gesundheit, also Mental Health, das also Mindset. Deine seelische Gesundheit. Ja. Genau. Und zu sagen, okay, was macht das jetzt mit mir? Zu dem Zeitpunkt wusste das, stand die Diagnose ja noch nicht. Da war es zunächst mal eine Zyste. Und die Krebsdiagnose kam dann eben im Herbst. 20 Zentimeter und da ging es nicht mehr anders. Also auch da habe ich mich dann auf den Weg gemacht und nach einem Chirurgen gesucht, der das auch wirklich kann oder können könnte. Also da geht es jetzt darum, da sind wir in diesem System, dass wir sagen, ich schaue genau hin, wer passt vielleicht zu mir. Ich habe auch eben Netzwerke und frage, wer könnte vielleicht mich da noch unterstützen. Und dann kam die erste OP und dann die Diagnose. Und dann hieß es 4 Wochen später nochmal eine OP. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich entsprechend diesen Chirurgen gefunden habe. Es war mein Held. Plus zusätzlich natürlich dieses Netzwerk mit Ärzten, so wie den Kurt oder der Professor Pfab, Professor Schulte-Übing und andere, die mich auf diesem Weg begleitet haben, so dass ich dann natürlich für mich sehen konnte, das heißt erstmal Chemo, also 2, 3 haben gesagt, natürlich nach WHO, Diagnose T1, C1,
braucht eine Chemo. Und da für sich dann zu schauen, okay, wie gehe ich zuerst damit um? Zweitens kann man nicht sagen plötzlich, Chemo mache ich nie, habe ich früher gesagt, weil ich habe meine Mutter verloren. Die hat ja auch eine Krebsdiagnose, ist aber am Hirnschlag gestorben. Und ich habe alles gemacht, sodass nach der zweiten OP zumindest alles, was entfernt wurde, OB, also ohne Befund war. Und habe dann wirklich die bildgebenden Verfahren und alle Befunde, die ich hatte und die Idee von Kurt Mooseder, also zirkulierende Tumorzellen, das ist bei den Krankenkassen noch nicht anerkannt, wird aber auch geforscht schon am UKE in Hamburg. Und so bin ich dann durch das Netzwerk am UKE in Hamburg gelandet. Und da habe ich dann schriftlich die Rückmeldung bekommen von einer Instanz in diesem Bereich, dass in meinem speziellen Fall eine Chemo keinen Nutzen zeigen würde. Mhm. Und diesen Weg bin ich gegangen, mit den Ängsten, die da sind. Und da hilft auch die Achtsamkeit und die positive Psychologie zu sagen, okay, wie kann ich diesen Ängsten begegnen? Wie kann ich das akzeptieren? Und auch wieder zuversichtlich und positiv in die Zukunft schauen und den Weg weiterzugehen. Und toi, toi, toi. Ja, Gratulation. Mit dem Netzwerk. Ja. Bin ich überzeugt, Ernährung und Achtsamkeit eine der wichtigsten Puzzleteilchen und Elemente im Bereich der Gesundung. Wir lernen so viel von Menschen, die selbst betroffen sind, die einen Weg gefunden haben. Und darum habe ich da die Frage auch gestellt, weil es einfach so was von Authentizität ist, was du jetzt gerade erzählt hast, oder? Und das ist wirklich super für die Zuschauer, für jeden von uns. Ja, und auch miteinander den Weg suchen. Mhm. Wenn man betroffen ist, kann man das nicht allein. Aber es gibt auch nicht den einen Experte, der alles weiß. Tja. Sondern man braucht ein gutes Team. Und deshalb war hier wichtig, wir brauchen eine einfühlsame Chirurgin oder ein einfühlsames Chirurg. Mhm. Wir brauchen aber auch modernste Molekularbiologie. Und man kann sozusagen im Blut zirkulierende Tumorzellen messen. Also jeder Mensch hat ein paar Tumorzellen, so 100 bei einer Million Zellen, alles gut. Aber wenn es zu viele wäre, dann sehe ich immer, aha, die kriegen Oberhand und irgendwann manifestiert sich's irgendwo. Die Forschung dazu kam vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg vor 30 Jahren. Die Frau Professor Katharina Pachmann war eine Pionierin, die ist heute in Bayreuth, mit der haben wir eine enge Zusammenarbeit. Dann gibt's ein großes Labor in Düsseldorf. Und da haben wir auch viel gelernt von der Molekularbiologie. Und jetzt können wir genau gucken, wie sieht die Zelle aus? Ist überhaupt eine da? Wenn sie da ist, auf was reagiert sie? Wie können wir sie hemmen? Wo können wir den Weg abschneiden? Wo können wir das Immunsystem wieder so stärken? Und da ist die Forschung sehr weit. Inzwischen macht das auch die Charité, das UKE. Das wird sich durchsetzen. Und dann kann man maßschneidern. Und wenn ich das noch weiß, dann kann ich meiner Intuition besser trauen. Intuition allein reicht nicht. Aber ich allein kann es auch nicht entscheiden, auch nicht das Ergebnis, sondern das entscheidet sie, wenn wir miteinander ein Team bilden. Deshalb bin ich überzeugt, die Partizipation, also die aktive Teilnahme vom Betroffenen mit der Achtsamkeit nach innen, hilft im äußeren Team, vorsichtig zu sein. Und dann kann man miteinander, öffnet sich plötzlich ein Weg, den man vorher noch nicht weiß, der öffnet sich. Und dazu glaube ich, dass das kooperative Miteinander, das achtsame Miteinander und auch, sagen wir mal, ein wertschätzendes Miteinander auch hier macht es möglich, dass man die richtige Entscheidung trifft. Jetzt sind wir eigentlich in der Auswirkung drin gewesen, aber gehen wir wieder in die Prävention zurück. Was meinst du, wenn du zu dir selber ein ganz anderes Anspruch gehabt hättest an dich, an deine, sag mal, auch Selbstliebe, Wertschätzung zu dir selbst, schneller die Kurven eine Kurve genommen hättest aus dem Verhältnis des Arbeitsverhältnisses heraus, hätte diese Krankheit überhaupt passieren müssen oder wäre sie verhinderbar gewesen? Ich weiß, es ist eine rein hypothetische Frage, aber wie stehst du dazu? Also ob wir es hätten verhindern können, weiß ich nicht, weil es war natürlich vorher schon da. Nur ich denke, vielleicht den Zeitpunkt hätte ich früher
wählen können, bevor es vielleicht karzinogen wurde. Wir können jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil sie ist vielleicht gekippt. Am Ende ist es alle 3 Wochen 3 Zentimeter gewachsen, weil ich entsprechende Untersuchungen gemacht habe. Deswegen weiß ich das so genau, also Fakten. Und entsprechend früher natürlich, wenn man diese Erfahrung jetzt hat oder dieses Wissen, was wir haben mit diesem Netzwerk und diesem Bewusstsein, hätte man früher reagieren können, also den Zeitpunkt früher wählen, bevor es vielleicht entartet wäre. Das war ja für mich ein Weg, den ich vorher so ja noch nicht kannte, auch was die Ernährung angeht. Das war ja für mich alles noch neu. Also, und mit diesem Bewusstsein, was wir jetzt haben, Menschen zu begleiten, bin ich überzeugt, dass man die ein oder andere Krankheit vielleicht für sich früher auf dem Radar oder auf dem Schirm, wenn wir es jetzt mal so wieder in die Luft- und Raumfahrtindustrie zurückgehen, sehen würde. Und dann kann man nämlich agieren. Da geht es ja dann darum, dass ich für mich erkenne oder andere für sich erkennen, was kann ich denn jetzt Konkretes tun? Was könnte mir helfen? Also andere Fragestellungen aufzuwerfen. Dieses Wissen hatte ich damals noch nicht. Wenn ich das da schon gehabt hätte, dann denke ich, ja, hätte ich den Zeitpunkt vielleicht früher gewählt, zu sagen, ich gehe diesen Schritt mit der Schulmedizin, ich brauche einen Chirurgen und wenn ich den richtigen habe, der mich unterstützt, dann kann ich den Weg weitergehen. Ich habe zu lange gewartet. Ich möchte vielleicht die Frage noch ein bisschen umformulieren. Ich habe vom Professor Christian Schubert, der Psychoneuroimmunologe, immer wieder gehört, dass wenn die Psyche unter Druck gerät oder Leid erfährt, dass aus der Psyche heraus Krankheit entsteht. Und wenn ich jetzt einfach mal höre, was du jetzt vorne erzählt hast, dann habe ich ja auch Leid auf deine Psyche, auf dich gehört. Da frage ich mich immer, wäre das nicht passiert, wäre vielleicht die Krankheit nicht entstanden. Klar, wenn das wäre, das Huhn oder das Ei, ich weiß. Aber die Wissenschaft zeigt ja heute, dass die Psyche verantwortlich ist für die Gesundheit. Also man kann sicher zusammenfassend sagen, und da ist der Christian Schubert ist heute sicher ein führender Experte in dem Bereich. Der Joachim Bauer hat den Bereich Psychoneuroimmunologie an der Uni Freiburg mitbegründet. Der Turi von Uexküll, Begründer von der Psychosomatik, hat die erste Arbeit geleistet. Mein Doktorvater, der Professor Fischer, hat gesagt, hey, traumatischer Stress und chronischer Stress stellt die Weiche auf Krankheit, Entzündung und dann erhöht sich das Risiko. Deshalb würde ich immer vom Risiko sprechen. Und je mehr man weiß, umso mehr kann man abfangen. Ich glaube, in jeder einzelnen Geschichte ist schwer zu sagen, was wäre gewesen, wann. Was sicher ist heutzutage, dass eigentlich Stress die normale Immunantwort und die Aktivität von Tumorüberwachungskillerzellen und unterdrückende Zellen hemmt. Und was sicher ist, ist, dass Stress das Risiko für einen Brustkrebs oder für ein Ovarialsyndrom erhöht. Und was man sicher sagen kann, einige Dinge, die liegen natürlich so weit zurück, das haben wir dann auch nicht auf dem Radar. Also meine Mama Beispiel, die hat sicher Schwierigkeiten gehabt, so wie sie aufgewachsen ist mit ihrer Mutter. Das war sicher ein traumatischer Impact. Dann gab es noch einen traumatischen Impact durch einen Bruder, der eine Kinderlähmung gehabt hat. Dann war mein Papa immer krank, sie hat ihn getragen. Und der Stress hat sich in ihr kumuliert und hat irgendwann die Weiche gestellt, dass Stück für Stück eigentlich ein Brustkrebswachs ist. Also über Jahre, das hat sie uns eigentlich erst mal gar nicht sozusagen auch so gesagt. Und dann war das eigentlich schon sehr, sehr, sehr spät. Und spätestens dann muss man sagen, so, okay, wir wissen jetzt, sie hat klar gesagt, sie weiß, wann das losgegangen ist. Also die Wurzel liegt weit zurück. Aber das hast du vorher schön gesagt, an der Vergangenheit ändert man nichts jetzt. Hier und jetzt. Weder die Angst in die Zukunft, sondern hier und jetzt. Also haben wir gemacht, zirkulierende Tumorzelle. Dann ein Profil, dann gab es Kurkuma und Artemisia und so weiter. Dann wurde das Ganze abgekapselter. Dann eine sehr gute Chirurgin, die das rausgeschnitten hat. Und dann war die Frage, wie geht's weiter? Braucht man wirklich eine Chemo oder nicht? Und die Leitlinie hätte gesagt, ja, aber die genaue Untersuchung sagt nein. Und heute ist sie kerngesund.
über maßgeschneiderte Immuntherapie. Dann gab es eine Resistenz gegen Kurkuma, dafür wirkt dann Resveratrol. Und es wirkt nicht bei jedem und nicht bei jeder Patientin, aber man könnte das messen. Und dann kann man es maßschneidern. Dann kann man parallel den Impact, der früher gelegen ist, überarbeiten. Dann kann man den integrieren. Und wenn man den überwindet, kann man das Risiko für eine Neuerkrankung und das Risiko für ein Rezidiv drastisch reduzieren. Deshalb würde ich sagen, man kann nicht alles vermeiden, aber man kann das Risiko reduzieren. Und man kann in die Aktivität und was tun und nicht in die Passivität und mit Angst warten. Und so ist meine Mama eigentlich jetzt stabil, gesund, angstfrei und ist mir geschwind 10 Stunden gerade nach Südtirol gefahren. Genau. Fantastisch. Und genau. Aber ich möchte gerne nochmals zurück zu der Führungsebene. Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich deine Kernkompetenz. Mhm. Und viele Leute hier draußen haben Mitarbeiter und hören jetzt gerade diese Sendung und sind sich vielleicht gar nicht so dessen bewusst, wie verantwortungsvoll sie eigentlich mit der Führungsaufgabe umgehen müssten. Ja. Und das sind eben, wie du gesagt hast, diese 3 Schlüsselworte, Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Empathie hat man oder hat man nicht manchmal, glaube ich. Aber wie können die Leute sagen, kann ich das lernen mit gewissen Übungen? Kann man lernen, auch Empathiefähigkeit ist erlernbar, also wirklich in die Schuhe des anderen steigen. Man kann das natürlich, ich mache auch Einzelcoachings, also Power-Coachings zum Beispiel, dass man wirklich eine Führung, also mit Führungskräften zu arbeiten, was ist jetzt speziell in dessen Bereich wichtig? Wie sieht das Team aus? Welche Fähigkeiten brauche ich als Führungskraft? Und da gibt es natürlich spezielle Übungen und im Bereich aus der Achtsamkeit, der positiven Psychologie und auch der nonverbalen Kommunikation. Also Bereich, nicht was bedeutet das, dass ich verschlossen bin. Ich durfte von einem der weltweit besten lernen auf dem Gebiet, in der nonverbalen Kommunikation. Da habe ich noch nichts gesagt, senden wir ja Signale aus. Und da können die Führungskräfte werden da geschult, wirklich einfach nur mal da zu sein, präsent zu sein. Die meisten sind ja irgendwo woanders. Wenn man zum Beispiel das nächste Mal unter der Dusche steht, einfach mal beobachten, ob ich wirklich unter der Dusche stehe oder vielleicht schon in der nächsten Besprechung sitze. Ja, ist so. Ja. Schon verrückt. Ja? Und da überhaupt das wahrzunehmen, dann habe ich die Möglichkeit, mich zu refokussieren. Also das ist ja wirklich so ein Kreislauf. Mir erstmal meines Atems gewahr werden. Atmen wir noch? Ja. Wir atmen noch und dann geht es weiter. Dann kann ich natürlich auch wahrnehmen, aha, wie geht es mir gerade? Und dann kann ich natürlich reagieren und bemerke, wenn ich eben abgeschweift bin oder meinen Fokus verloren habe und dann wieder zurück. Also es gibt ganz einfache Übungen, die weder zusätzliche Zeit brauchen noch zusätzliches Geld kosten. Und das ist Training, also Achtsamkeit oder sich seines Atems gewahr werden, das ist Achtsamkeit, kann ich trainieren wie einen Muskel. Und wie machst du das mit Lob, Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern? Ist das irgendwie, gibst du denen eine Aufgabe, zu jedem Mitarbeiter musst du einmal am Tag hingehen und eins dieser 3 Sachen einfach mal erwähnen oder? Ich meine, es muss ja auch authentisch sein, ganz es muss ja von genau. Herzen kommen, nicht richtig. Nur so ein Abhaken. Also genau, das wollte ich gerade sagen. Also es geht wirklich darum, dass Lob authentisch ist und wirklich zu sehen, was hat der oder diejenige, was haben die gut gemacht. Und vielleicht statt einer E-Mail zu schreiben, dieses E-Mail-Ping-Pong WhatsApp. Oder ein Smiley zu schicken, vielleicht mal ein richtiges Lächeln. Also entweder den Hörer in die Hand nehmen oder ins Büro um die Ecke gehen zum Mitarbeiter. Genau. Und Kaffee bringen. Der Chef bringt dem Mitarbeiter den Kaffee. Habe ich auch schon gemacht. Finde ich super cool. Ja, aber auch wirklich dieses Interesse am Mitarbeitenden. Wie geht's? Viele fragen ja da draußen nur, wie geht's dir? Aber die Antwort wollen sie nicht hören. Genau. Weil wenn man was kommt, nicht gut. Oh nein, jetzt. Es ist oberflächlich. Ja. Viele trauen sich auch gar nicht zu sagen. Die meisten sagen, wie geht's dir? Ja, gut. Mhm. Deswegen braucht es dieses Vertrauen und diese Offenheit. Und die kann eine
Führungskraft schaffen, diese Kultur, indem man eben entsprechend kommuniziert. Sind wir wieder bei der Kommunikation. Und diese großen Firmen, die ich jetzt anfangs noch kurz erwähnt habe, die haben effektiv das auf dem Schirm gehabt und gesagt, wir müssen das machen. Und dann haben sie dich geholt. Teile davon, natürlich kann ich noch nicht alle erreichen. Und dennoch, denn es braucht ja die Selbstverantwortung, auch da wieder. Ich möchte das proaktiv tun. Ich möchte mich verändern. Das ist auch Arbeit. Viele denken, ich bin okay so, ich muss mich nicht ändern. Dann ist es auch für Mitarbeitende schwierig. Das erlebe ich auch im Seminar. Fragen, eigentlich müssten jetzt hier diese Führungskräfte sitzen. Also auch da braucht es wieder dieses Miteinander, dass man versucht, im Management da wirklich oben in den Firmen einzusteigen und das dann entsprechend versuchen zu schulen und dass es dann auch wirklich gelebt wird. Und viele glauben ja, wir haben keine Zeit, weil wir müssen ja ganz viele E-Mails schreiben. Am Ende des Tages sind die Menschen oft so gestresst und so kaputt, weil sie in Besprechungen sitzen und hunderte von E-Mails beantwortet haben. Doch sie fragen sich, was habe ich denn heute wirklich erreicht? Was bleibt mir in Erinnerung am Abend? Genau, und wenn wir das bewusst erleben, durch diese Achtsamkeit gelingt uns das, macht die Arbeit mehr Spaß und wir sind eben, was wir schon gesagt hatten, die Teams sind effizienter, die Kommunikation gelingt und die Menschen haben Spaß an der Arbeit und sind auch leistungsfähiger. Am Ende wirkt sich das, was für Unternehmen natürlich wichtig ist, auch auf die Zahlen aus. Ja, motivierter, glücklicher Mitarbeiter leistet ganz andere Sachen als jemand, der depressiv wird oder in einem Burnout. Das kostet ja Vermögen eine Firma. Und das verstehen viele nicht. Wie wir es gesagt haben, 85% der Mitarbeitenden sind demotiviert, machen Dienst nach Vorschrift, haben innerlich gekündigt. Und das, obwohl 85% der Unternehmen jetzt in Deutschland Transformationsprozesse angestoßen haben, sei es eben diese Tools und Prozesse der digitalen Transformation einzuführen, sind 75% dieser Maßnahmen gescheitert. Also das Ergebnis ist immer noch das Gleiche. Das heißt, es geht um den Menschen und um die Tools. Und das gilt es zu erkennen. Das wir haben ein so Gesundheitswesen, was nicht mehr zahlbar ist. Und auf der anderen Seite kommen wir hier in einem Gespräch auf eine Ursachenebene rein, das eigentlich günstig wäre, durch Inputs letztendlich den Mensch präventiv schon gesund zu erhalten und ihm eigentlich diesen leidvollen Druck zu ersparen. Meine, an einem Ort zu arbeiten, wo man innerlich gekündigt hat, ist ja auch die Hölle. Absolut. Aber es braucht halt das aktive Zuhören, vielleicht als einfaches Beispiel. Also ich habe mal gedacht, also ich bin ja nett zu allen. Stimmt. Und ich bin auch bemüht zu allen. Aber ich bin manchmal sehr schnell. Und ich meine es nicht böse, aber wenn man sehr schnell ist, dann fühlen sich andere oft in ihrer Langsamkeit überfahren. Dann intervenieren sie gar nicht mehr. Und ich bin dann schon gar nicht mehr da, wo die gerade sind, sondern um zwei Ecken. Dann hilft nur eines, man muss auf andere hören. Beispiel, mein Bruder hat mir im Jahr 2007 gesagt, Kurt, wenn du die Treppe hochkommst, so schnell, das nimmt uns gerade die Luft. Das ist ja was wie. Genau, da ich gesagt, hier wird zu viel Kaffee getrunken, ja. Und dann hat er mich auf so einen Monochord geklickt. Ich habe gedacht, das ist verstimmt. Also der hat das nicht einmal gestimmt. Das hat gescheppert. Aber so nach 20 Minuten wurde es plötzlich schön. Dann habe ich gemerkt, nicht das Gerät war verstimmt, ich war verstimmt. Ich war verstimmt, ich war so verdichtet. Aber ich war mir dessen nicht gewahr. Er sagt, weißt du was, du gehst eine Woche nach Hawaii. Wir organisieren alles einfach mal raus. Und das war für mich gut und für das Team auch. Ja, super. Wegen einem, man ist sich dessen nicht bewusst, deshalb braucht es anderes, braucht jemand, der einem coacht, der einem das bewusst macht. Dann hält man inne und dann nach dem Innehalten kann man tatsächlich sagen, aha, nur wenn ich gleich sage, hey, die sind so langsam, die Spinne, ja, ich bin ein guter Chef, dann wäre ich nicht besser. Sondern ich muss tatsächlich in dem Moment auf jemand andere hören und erstmal davon ausgehen, höchstwahrscheinlich hat er recht. Und nicht gleich aber.
Also ich habe jetzt wirklich auch diese Bedeutsamkeit von dem verstanden, was du gesagt hast. Und ich frage mich gerade, wenn jemand eine kleine Firma hat oder ein mittelständiges oder ein Großunternehmen, das gerade zuschaut, kann man mit dir in Kontakt treten? Hast du Ressourcen, mit denen zu arbeiten? Ja, habe ich Ressourcen. Und wie lange geht so ein Coaching oder Begleitung? Eine Woche, ein Tag, ein Monat, ein Jahr? Ist individuell zu sehen. Also auch da, das ist so mein Ansatz, zu sagen, ich schaue genau hin, welche Personen sind da, welches Unternehmen. Zum Beispiel habe ich jetzt die Aufgabe für eine Teamentwicklung von einer großen Physiopraxis. Und das sind unterschiedliche Teams, also da gibt es natürlich die Rezeptionistinnen, der Empfang, also wo auch viele Sportler natürlich kommen in diese Praxis. Leistungssportler auch, und wir haben Sportwissenschaftler und wir haben Sporttherapeuten. Und es gilt es jetzt, dieses Team zusammenzubringen, dass die Kommunikation da wieder funktioniert. Und da gibt es mal als Kick-off oder so zum Start, um den Prozess ins Rollen zu bringen, einen Tag. Und ich bereite das aber entsprechend vor. Also ich gebe vorab im Vorfeld Challenges, weil man herausgefunden hat, wenn ein Team eine Challenge hat, dass die Motivation, das Ziel zu erreichen, größer ist. Mhm. Und ich führe zum Beispiel im Vorfeld auch Interviews, so Laser-Coachings, 10 bis 15 Minuten mit den einzelnen Mitgliedern der Teams. Und das bildet dann die Basis zum Beispiel für meine Teamentwicklungsworkshops. Und wiederum für die Führungskräfte, wie ich es vorher auch schon erwähnt hatte, im Power-Coaching, das macht man mal so 3-4 Tage am Stück, auch die Möglichkeit gibt es, um da eine Basis zu legen und dann darauf aufzubauen, also im Bereich der Kommunikation. Wie kann ich anders kommunizieren mit meinem Team? Welche Fähigkeiten brauche ich jetzt, dass ich besser wertschätzend führen kann, dass es mir besser geht und dass es meinem Team besser geht? Und das... Ja, das mache ich sowohl Präsenz als auch online und da ganz individuell die Konzepte. Oder es werden Führungskräfte geschult, die das dann wieder weitergeben können. Das allerdings ist dann ein längerer Prozess, denn es fällt nicht vom Himmel. Wir haben ja gehört, es ist Arbeit. Und auch da braucht es natürlich die Bereitschaft, es zu tun zu wollen. Und wenn ich keinen Auftrag habe, dann mache ich es auch nicht. Es geht nur, wenn es diejenigen wollen, denn sonst funktioniert es auch nicht. Also es wäre illusorisch zu glauben, man macht ein Coaching einfach so, weil die Führungskraft es jetzt für den Mitarbeiter möchte. Wenn der Mitarbeitende nicht möchte, dann funktioniert es auch nicht. Aber weißt du, nur schon aus dieser Sendung habe ich ein paar Schlagwörter verstanden von dir, die mich jetzt auch schon sicherlich auch nach der Sendung schon wieder geprägt hat, einfach wieder mehr Wertschätzung zu zeigen, mehr Lob auszusprechen, die Arbeit auch nicht nur zu sehen, sondern auch zu anerkennen, dass das so wichtig ist. Ja, ich weiß es doch, aber man muss es auch tun. Und das ist auch eine ganz schöne Botschaft gewesen von dir. Ich glaube, man kommt an dir oder deinen Worten nicht drum herum, man muss sich darum kümmern. Wir haben es nicht gelernt, außer man hat es wirklich von der guten Kinderstube mitgenommen, aber dann wahrscheinlich noch ohne Zusammenhang mit Handy und Digitalisierung. Und hier hast du auch ein Fass aufgemacht, dass wir uns auch bewusst werden würden, was tun wir unseren Kindern an, wenn wir sie sich selbst überlassen mit dieser technischen Welt. Denn das kommt nicht gut raus, oder? Nein. Das macht einem schon Sorge, weil hier grätscht niemand rein. Die Eltern wissen es nicht, die wollen ihre Ruhe haben am liebsten. Und diejenigen, die es wissen, haben die Kinder letztendlich einen riesen Druck, nämlich auch Mobbing. Ich weiß noch, unsere älteste Tochter, jetzt 28, aber die war die einzige in der Klasse ohne Handy. Und der Druck nahm extrem zu. Und dann waren wir die einzigen ohne PC zu Hause, dazumals noch. Und plötzlich kamen die Hausaufgaben, musste auf dem Laptop machen und so. Also, da kannst du das Kind nicht mehr schützen. Ne? Es geht darum, das Bewusstsein zu schaffen, den Umgang damit zu lernen. Ab einem bestimmten Alter müssen sie es dann selbst entscheiden. Nur wenn die Basis gelegt ist, dieses Bewusstsein, sei es für Ernährung, der Umgang mit digitalen Medien, dann haben die Jugendlichen später die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Also wieder
autonomisch für sich zu entscheiden und auch überhaupt zu bemerken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und wirklich diese Medien ganz bewusst zu nutzen. So wie jetzt im Bereich Schule. Und dann aber zu sagen, so, und jetzt gehe ich mal raus. Bewegung, Natur. Ja. Weil dann sind wir natürlich auch wieder wacher, präsenter. Das geht alles, schwingt alles zusammen am Ende. Ernährung, Bewegung erhöht die Konzentration, die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit. Gewahr werden, was ist. Dann nehme ich natürlich auch wahr, wenn ich Stress habe. Und vor allem, was stresst mich? Ich habe 4 erwachsene Kinder und wenn ich etwas ändern könnte, dann hätte ich mich als junger Vater mal mit Waldorfschule auseinandergesetzt. Aber dazumals war das nicht auf dem Schirm. Man kannte das gar nicht. Steinerschule war nur, hatte man gemeint, behinderte Kinder oder geistig zurückgewiesen. Blödsinn. Aber das war so das, was ich gehört hatte. Und heute muss ich sagen, hätte ich alle Kinder dorthin geschickt, hätten sie sich viel freier entwickeln können. Wahrscheinlich auch mit anderen Kindern ohne Handys und. Da ist eine ganz andere Energie, nehme ich heute wahr. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein super Schlüssel für unsere Kinder, für einen gesunden Nachwuchs. Wie denkst du darüber? Denke ich auch, ja. Also diese Ansätze, wie ich sie auch schon erwähnte, das leben die im Silicon Valley auch, also deren Kinder. Und das vielleicht eben auch im Sinne der Achtsamkeit und positiven Psychologie an die Schulen zu bringen, könnte ein erster Schritt sein natürlich, weil dadurch das Gewahrsein geschult wird. Also es gibt entsprechende Bücher, also auch ein Wissenschaftsjournalist, Daniel Goleman, der das Buch Focus geschrieben hat, zu Deutsch Konzentriert euch, und hat ein Kapitel geschrieben über die Breathing Buddies, also atmende Freunde. Und über eine Schule in New York Harlem, wo wirklich eher, das ist ein Armutsviertel, wo die Schüler ihr Lieblingsstofftier mit in die Schule gebracht haben. Und das haben die dann auf den Bauch gelegt. Und was passiert dann, wenn sie dieses Stofftier anschauen? Also erstmal fokussieren sie sich. Beim Einatmen hebt sich's, beim Ausatmen senkt sich's. Und dadurch ist es ihnen gelungen, wirklich eine Atmosphäre zu schaffen, wo Konzentration möglich war und auch ein ganz anderes Arbeiten. Und es sind ganz wenige Minuten, die so viel Mehrwert bringen würden in den Schulen und Kindergärten, sowohl für die mentale Gesundheit als auch für die körperliche Gesundheit, weil ja das Bewusstsein dadurch geschaffen wird, sich vielleicht eben auch zu bewegen und zu ernähren. Und wenn wir das dahin bringen würden, dann würde sich das vielleicht auch wiederum auf die Eltern übertragen. Positive Botschaft, du hast sie interviewt, die Sabine Kubisch, ja, Bildungsverlag Heidelberg. Und die Sabine Kubisch ist gelungen, als Pädagogin, Sportwissenschaftlerin und Hirnforscherin, Schülerin von Manfred Spitzer, im Bildungsministerium Weiche zu stellen, dass Lehrer geschult wäre, dass man Bewegung, Spiel, Spaß, Koordination, das Erlernen von kognitiver Fähigkeit spielerisch lernt. Und das hat breitere Resonanz, ist immerhin abgesegnet, auch vom Bildungsministerium. Die Lehrer profitieren, Kinder profitieren, die Eltern profitieren. Und das soll Schule machen. Und dann geht's eben um Unterstützung für die Kinder wie in dem das überforderte Kind, aber eben auch für die Eltern. Denn alle stehen unter Druck und keiner weiß, was zu tun. Deshalb brauche die Idee. Und ich bin optimistisch, dass aufgrund von der Flut an Erkrankungen im Kindesalter mit Schmerz und chronischem Schmerz und Kopfschmerz und ADS und Spielsucht und Depression und Übergewicht die Not so groß ist, dass sich was ändert, im Sinne der Aufklärung. Ich bin wirklich optimistisch. Ich danke dir, lieber Dr. Med. Kurt Mosetter. Jetzt habe ich auch verstanden, dass du mir diesen wunderbaren Gast mitgebracht hast. Das ist extremst wertvolle Prävention. Liebe Ulrike Hartmann, ganz herzlichen Dank, dass du auch seiner Einladung gefolgt bist und mitgekommen bist. Vielen Dank. Sehr bedeutsam, was du machst, und bin sehr erfüllt darüber und danke dir.
Und ich hoffe, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute durch diese Sendung hindurch auch gezeigt zu haben, wie bedeutsam es ist, einfach Empathie zu leben, achtsam zu sein, einfach auch mal Danke zu sagen, Wertschätzung auszuüben und einfach Lob auszusprechen. Das sind so kleine Dinge, die tun doch uns alle überhaupt nicht weh. Und letztendlich ist Ihr Mitarbeiter glücklich, aber Sie selber doch auch. Letztendlich ist es das Geben doch viel schöner als das Bekommen. Ich glaube, darüber sollten wir uns noch viel, viel mehr Gedanken machen und es wirklich leben. Das ist nämlich Menschlichkeit. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen miteinander.